Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Das Spiel ist aus, unsere Jungs haben 2:1 gewonnen. Ich darf begrüßen bei mir Mario Staudiger. Hallo Mario, grüße dich. Hallo Martin, servus. Was sagst du zum Spiel? Ja, super, dass wir 2:1 gewonnen haben. Verdiente Sache, wenn man die zweite Halbzeit anschaut. Und ich denke, wir dürfen jetzt keine Woche mehr nachlassen, weil hinter uns auch keiner Fehler macht. Und deswegen war der Sieg ganz wichtig heute für uns. Du hast die zweite Halbzeit angesprochen, stimme ich dir zu, die war gut. Aber was war mit der ersten Halbzeit los? Bisschen verschlafen oder? Ich denke nicht verschlafen, wir waren schon gut eingestellt. Aber man hat ja gesehen, dass wir uns schwer getan haben, weil sie extrem tief gestanden sind am Anfang. Wir kriegen am Anfang den Türöffner mit dem Elfmeter. Und dann waren wir vor dem 1-1 ein bisschen irritiert, weil auf dem Feld so ein Pfeifsignal zu hören war. Und wir dachten, das Spiel war unterbrochen, war es dann doch nicht. Und ja, und so ist uns 1-1 gefallen, weil wir alle irgendwie neben der Spur waren. Du hast das Siegtor geschossen, das 2-1. Ja. Aber du hattest auch eine riesen Chance. Was war da los? War dir das zu klar, zu eindeutig, die Chance? Nee, oder? Ich wollte ihn flach rechts unten reinschieben und es passiert halt mal. Du hast den Himmel gegrüßt, aber trotzdem gewonnen. Von daher kann man sagen, alles ist gut gelaufen. Jetzt nächste Woche schweres Auswärtsspiel. Was sagst du dazu? Ja, Kirchheim Schöring hat auch in den letzten Wochen bewiesen, dass sie vor allem zu Hause stark sind. Aber ich denke, wenn wir unser Spiel abrufen, unsere Leistung abrufen, dann ist da auf alle Fälle ein Sieg drin. Also ich gehe mal davon aus, ihr werdet wieder Vollgas geben, werdet alles für die 3 Punkte geben. Somit gehen wir jetzt ab noch zur Pressekonferenz. Da hören wir noch ein paar Worte von den Trainern. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Zum Spiel. Wir haben sicherlich ein bisschen enttäuscht, immer schon, weil natürlich haben wir versucht, Garching das Leben so schwer wie möglich halt zu machen. Das, denke ich mal, ist uns gut gelungen. Ich habe es vorher auch an Dirk gesagt gehabt, wenn es vorm Spiel natürlich heißt, ihr fährt es auf und habt kurz vor Schluss noch die Möglichkeit, in Garching einen Punkt mitzunehmen, dann unterschreibst du das. Ja. Und das haben wir halt, denke ich mal, gehabt. Und dass natürlich Garching irgendwo eine sehr, sehr gute Mannschaft hat, nicht so unrecht da oben steht, sehr, sehr viel Qualität besitzt. Auch das ist natürlich klar. Nur ich denke mal, wir haben es geschafft, läuferisch sehr, sehr viel Intensität auf dem Spielfeld zu bringen, haben nochmals das Leben sehr, sehr schwer gemacht und dass natürlich vielleicht das erste Tor, der Elfmeter-Tor vielleicht ein bisschen besser zu verteidigen ist und dann natürlich in der zweiten Halbzeit mit, wo Garching sehr, sehr viel Druck gemacht hat, haben wir nicht geschafft, ein bisschen für Entlastung zu sorgen, ne? Haben aber nichtsdestotrotz meiner Meinung nach 3 gute Kontersituationen beim Stand von 1-1-1. Und wenn du natürlich hier einen Punkt mitnehmen willst, dann musst du die auch besser zu Ende fahren. Und das haben wir halt nicht geschafft. Und ja, aber die Aufgaben sind nicht Garching. Wir haben nächste Woche Schwabmünchen und dann Wolfratshausen. Das sind unsere Gradmesser. Und da machen wir einfach weiter und versuchen einfach so viele Punkte wie möglich gegen den Abstieg zu spielen. Ja, und wünsche natürlich aber euch in Garching viel Erfolg. Und ich denke mal, am Aufstieg, ihr seid nah dran. Und das wird sie auch die nächsten Wochen dann die nötigen Punkte noch holen. Ja, danke schön. Ja, Daniel, wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft heute gespielt. Auch wenn Tabellenbild immer sagt, 12, aber die waren wirklich stark. Woran hat es heute gehapert, dass wir uns so schwer getan haben? Ja, auch erstmal von mir hallo zusammen. Ja, war maßlos enttäuscht. Jetzt muss ich leider den Finger nach einem Sieg heben, so wie der Herr Pep Guardiola gestern mal beim Schöndamm Schalke-Spiel. Wir machen es uns einfach zu schwer. Ich glaube, wir haben am Anfang erster Halbzeit immer schwere Füße, weil wir uns einfach zu viel vornehmen, die Spieler nicht locker genug sind. Und erst wenn das Spiel so richtig in Fahrt kommt, ich leider auch ein bisschen böse werde manchmal in der Halbzeit, dann wachen alle irgendwie ein bisschen auf und dann haben wir gesehen, auch glaube ich, die ersten 25 Minuten in der zweiten Halbzeit, was für einen Druck wir erzeugen können, wie gut wir auch dann spielen können unter Druck. Und ich würde sowas gerne mal länger sehen und auch in der ersten Halbzeit phasenweise. Zum Gegner muss ich einfach sagen, wir wussten, was für eine schwere Aufgabe heute kommt, weil wir haben im Hinspiel gegen eine wahnsinnig kampfstarke Mannschaft einfach auch verloren und auch verdient verloren. Dementsprechend waren wir da schon gewarnt. Aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte, 1 Gegentor ist eine, und wenn man eine Auswärtstabelle mal angucken und nicht nur die normale Tabelle, dann stehen sie auf einmal auf Platz 7. Dann ist es schon eine andere Nummer, die du hier zu spielen hast.
Sie haben einen guten Defensivverbund, kontern daraus gut, haben natürlich mit, auf der linken Seite mit dem Spengler einen wahnsinnig guten Konterspieler, der auch schon 13 Hütten hat. Also von daher, die Schwere der Aufgabe war uns bewusst. Ich war, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht über das, was wir erste Halbzeit, als wenn uns die Füße ein bisschen zu lahm sind, einfach für den Erfolg, den wir erzielen wollen, nämlich die Meisterschaft zu holen. Und wir haben halt die ganzen Wochen jetzt gesagt, die nächsten Wochen spielen hinter uns alle gegeneinander und hauen sich die Köpfe ein. Und so lange möchte ich eigentlich den Abstand von den 6 Punkten, den wir uns jetzt erarbeitet haben, auch halten. Und deswegen war das halt für uns eine absolute Pflichtaufgabe in einem Heimspiel, die zu lösen. Und ich bin froh, und muss mal ein riesen Kompliment machen. Ich glaube, der Jüngste auf dem Feld, der Alex auf der linken Seite, Rojek, macht heute ein mega Spiel, zweite Halbzeit, und ist der Matchwinner für mich fürs Spiel heute. Und das war der entscheidende Faktor, dass wir da immer wieder durchgekommen sind und auch dann, denke, von den Torchancen auch verdient gewonnen haben.